Servus Leute, RagingRaptor.de hier und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Video. Und zwar heute haben wir ein Raptor-Gespräch über den Lotsas Sherman, beziehungsweise Lotsas M4A2 Sherman. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mir jetzt heute gekauft, der, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist der hier und da mal aufgetaucht in Forum oder auf Facebook. Das liegt daran, dass sie höchstwahrscheinlich das gleiche machen werden wie beim LC Even 90, wo ihr halt, wenn ihr Premium-Account habt, kriegt ihr diesen Panzer ein bisschen früher oder könnt ihr den Panzer ein bisschen früher kaufen. Natürlich gibt es ihn nicht gratis. Was wäre das auch, wenn jetzt im World of Tanks mal was gratis geben würde, Kappa Klaus? Und ja, da fragen sich sicher doch einige, ja, was ist denn Lotsas Sherman ganz genau? Was bringt der mir? Lohnt er sich überhaupt? Und ja. Ich möchte hier nicht wirklich ein Review machen, ich möchte einfach kurz ein bisschen über den Panzer reden, meine persönliche Meinung dazu sagen. Und ja, erstens oder als erstes, das ist ein M4A3E8 Sherman oder ein EC8, wie man dem auch sagt. Der Vorteil von dem Panzer ist, er ist ein bisschen schneller, 3 km/h ungefähr schneller. Aber ja, nur die Topgeschwindigkeit ist nicht gerade das Wichtigste. Dazu muss halt noch ein guter Motor kommen. Und das hat unser lieber netter Lotsas Sherman definitiv nicht. Das ist ein Stufe 5 Motor, der euch 410 Pferdestärken gibt. Und das sind zwischen 90 bis 110 Pferdestärken weniger als die Motoren, die ihr auf den anderen EC8-Varianten haben könnt. Zum Beispiel der Thunderbolt Sherman, der hat 100 oder 90 Pferdestärken mehr. Der richtige Sherman, der richtige EC8, hat 110 Pferdestärken mehr. Und ihr könnt sehen, das Problem ist halt, nur weil er ein gutes Topspeed hat, ist er genau das gleiche wie beim Kranwagen. Nur weil er gute Topspeed hat, heißt es nicht, dass ihr den immer erreichen werdet. Und bei dem Panzer ist es definitiv so, dass ihr das nicht erreichen werdet. Dazu kommt aus meiner Sicht, aber das liegt halt in dieser Sherman-Familie, ist die Kanone halt ziemlich, wie soll man sagen, nicht gerade berauschend. Die Kanone hat einen guten DPM, versteht mich da nicht falsch, 2100 DPM ist gut, die schießt alle 2,75 Sekunden gefühlt und das ist ziemlich Deluxe, aber ja, 128 mm Durchschlagskraft, 177 mit Gold, ja, die Goldmunition oder die Golddurchschlagskraft ist in Ordnung. Aber da, ihr dürft nicht vergessen, das ist ein Panzer ohne spezielles Matchmaking. Ihr werdet mit dem Panzer in Stufe 8 Gefechte kommen. Und mit 177 mm Durchschlagskraft, dann wird auch sogar schon mal ein Panther 8-8 frontal ziemlich schwer zu durchschlagen sein. Und ich rede jetzt definitiv von Medium-Panzer, nicht irgendwelchen schweren Panzer. Weil schwere Panzer, vergisst es, da kommt die Frontal nicht durch, da könnt ihr das vergessen. Wirklich. Das ist so ein bisschen schade, dass der so schlechte Durchschlagskraft hat. Aber das liegt in der allgemeinen Sherman-Familie. Zur Panzerung jedoch muss ich sagen, da bin ich mehr oder weniger überrascht gewesen. Es ist kein Thunderbolt. Ganz im Ernst, von allen Sherman-Varianten auf Stufe 6 ist der Thunderbolt hoppala, aus meiner Sicht das spaßigste, weil ihr einfach diese 163 mm effektive Frontpanzerung habt. Dazu kommt noch, der Turm ist noch ein bisschen besser gepanzert und er sieht einfach deluxe aus. Ich bin aber trotzdem überrascht gewesen, dass Lotsas Sherman und allgemein alle EC8-Varianten einen starken Turm haben. Ihr werdet es jetzt höchstwahrscheinlich auch dann gleich im, oder seht es jetzt schon im Replay hinten, sehen, dass wenn ihr Top-Tier seid oder sogar im kompletten Sechsergefecht, ihr in einer teilgedeckten Stellung steht, wo ihr eure 10 Grad negativen Kanonenrichtwinkel ausnützen könnt. Nur so nebenbei, der richtige Sherman, der hat im Fall 12 Grad, also da ist nochmal ein Abstrich, aber ja. Eben, wenn ihr diese richtig ausnutzen könnt, dann meine Güte, die 177 mm dicke Kanonenblende plus dazu noch eben der gute Winkel, da bauen sogar schon der eine oder andere 8er Medium-Panzer. Das ist mir schon passiert, wenn sie oben an die Ecken der Kanonenblende schießen, da können die auch bouncen. Und eben, das Gute ist halt, die Winkel vom Turm sind dann so angemacht, zum Beispiel das Dach, dass man da auch bouncen will, weil es dann halt einfach ein Auto-Bounce-Winkel ist. Leider links und rechts vom Turm, diese Backen, die sind immer noch weich, also da sollte man ohne Probleme durchkommen, aber auf mittlere Distanz da drauf zu schießen, ja, das ist nicht gerade so einfach. Das haben, glaube ich, auch die anderen Sechser in dem Gefecht da auf Karelien auch gemerkt. Wir sind zum Glück, glaube ich, ohne viel Schaden da rausgekommen. Und dann habt ihr auch sicher gesehen, das Einzige, was ihr mit dem Panzer machen könnt, richtig ist, vorfahren,
Dann kurz mal zu Viktor Krasili oder keine Ahnung, wie der heißt, der Chef von Wargaming, beten und dann abdrücken, weil die Kanone, die Genauigkeit während der Fahrt, während der Turmdrehung, ach, die ist einfach nur schauderig. Also mit, du hast schon wieder vertikale Stabilisator habt, könnt ihr sehen, treffe ich bei Meilen nicht so gut, weil einfach der Aimkreis so groß ist. Gut, ich muss aber auch sagen, meine Crew bei dem Panzer ist jetzt ziemlich schlecht. Die hat nicht mal den ersten Skill voll. Aber dazu kommen wir gleich gleich noch dazu, weil es ist die Lotsas Crew. Nur so nebenbei, aber eben dazu kommen wir noch gleich. Denn was anderes noch. Das Gute ist, wenn ihr euch entscheidet, halt nicht diesen vertikalen Stabi zu nehmen, sondern entspiegelte Optik und ihr noch dem jetzt verbesserte Rationen gebt und eine ordentliche Crew habt, dann habt ihr 445 Meter Sichtweite und hey, das ist ziemlich gut für einen Stufe 6 mittlerer Panzer. Mit dem könnt ihr schon das eine oder andere Stufe 6 und Stufe 7 Gefecht carryen, weil ihr zwangsläufig auch ein Scout sein könnt. Vor allem mit der neuen Buschmechanik. Wenn ihr in einem Busch steht, könnt ihr eigentlich ein ziemlich guter Passiv-Scout sein. Aber nun ja, was kriegen wir sonst noch denn im Lotserschirm? Im Lotserschirm kriegen wir eine 100% Crew und die hat natürlich, wie der Name schon sagt, Lotser als ihr Kommandant. Und das Interessante ist, ihr habt sicher schon mitbekommen, es gibt diverse Panzer, die, wenn man sie kauft, kriegen eine spezielle Crew, wie zum Beispiel der Primo Victoria oder der Cromwell B. Die kriegen eine Crew und diese Crew hat eine Spezialisierung, die schon 100% trainiert ist, also zum Beispiel Waffenbrüder. Und das ist natürlich ziemlich cool, denn hey, Waffenbrüder ist etwas, das muss man eigentlich immer haben, das muss jeder haben. Und wenn man den natürlich als Null-Perk kriegt, das ist nice. Bei Lotsas Sherman ist es ein bisschen anders. Der liebe nette Dimitri ist der Einzige, der etwas ganz Interessantes hat. Und das ist, er hat den sechsten Sinn schon komplett ausgeskillt. Das ist ziemlich Deluxe, wenn ich das so sagen darf. Dass er schon hundertprozentig den Kommandantenskill aus hat, das ist toll. Das bringt vor allem für neue Spieler etwas. Nichtsdestotrotz, Lotsas Sherman ist nicht gerade für neue Spieler, finde ich. Also er ist nicht ganz so einfach zu spielen. Denn wie schon gesagt, ihr müsst in einer teilgedeckten Stellung stehen, ansonsten könnt ihr es vergessen, mit dem Panzer mehr oder weniger was Gutes hinzukriegen. Aber ja, ich finde es eigentlich gut, dass wir diesen Null-Skill sechsten Sinn kriegen dazu. Die andere Crew ist auch 100% trainiert, das heißt also perfekt, wenn ihr den Lotsas kauft, dann habt ihr schon sechsten Sinn, könnt euch eine Crew zusammen trainieren. Dann ist natürlich die Frage, ja, wie ist er denn als Mannschaftstrainer, der liebe Netze Lotsas? In Ordnung. Er könnte besser sein, zum Beispiel der T3485 Rudi ist besser. Der hat die perfekte Crew-Eigenschaften, um Stufe 10 russische Panzer zu trainieren, des mittleren Baums. Der hingegen, der braucht halt diesen Funker halt noch. Und den Funker müsst ihr halt noch selber dazu trainieren. Das hat zum Beispiel der Rudi nicht. Der Rudi, der hat ja den lieben netten Wuff-Wuff-Hund, der das Radio oder am Radio was rummacht. Und das ist ziemlich cool. Während eben Lotsas Sherman, da habt ihr das eben nicht. Darum, ja, ist er halt als Mannschaftstrainer so lala. Es funktioniert, aber könnte besser sein. Alles in allem, es ist ein mittlerer Panzer, es ist halt einfach so ein Maupanzer. Für Leute, die sich mit der Geschichte ein bisschen auskennen und diesen Lotsas kennen, dann ist es kein Problem. Für Leute, die halt Panzer sammeln, ist es auch natürlich außer Frage, wenn man den kaufen. Aber für andere Leute, die sich einen Mannschaftstrainer suchen, da ist der T3485 Rudi besser. Das Coole ist, wie schon gesagt, dass ihr halt diesen Null-Skill sechsten Sinn habt. Das bringt natürlich schon des Öfteren mal was, aber ja, eben, das ist halt so. Will ich jetzt dafür wirklich 15 oder 14 Euro ausgeben? Ich könnte natürlich den Panzer im Bollwerk gebrauchen, also im 6er Bollwerk kann er funktionieren. Vor allem, wenn ihr dann eben in einer teilgedeckten Stellung steht, da müssen die Gegner schon mal entweder gut zielen oder Gold schießen. Ansonsten wird es schon ziemlich schwer, da durchzukommen. Aber ja, eben, das müsst ihr mal zuerst mal so hinkriegen. Das ist halt so eine Sache. Darum, ich persönlich finde, für Neuankömmlinge oder Leute, die wirklich einen Crew-Trainer suchen, ist dieser Panzer nicht zu empfehlen. Ich hatte ein paar lustige Runden, aber wie schon gesagt, wenn im Stufe 6 Gefecht seid, Stufe 8 Gefecht seid,
dann ist es einfach nur, dann werdet ihr einfach nur weggerommelt. Und ich muss auch sagen, wenn ihr im Stufe 6 Gefecht seid, müsst ihr trotzdem noch aufpassen mit eurer Panzerung, vor allem mit eurer Oberwanne. Da würde ich besser noch auf einen Thunderbolt warten. Der hat bessere Panzerung, hat vergleichbare Geschwindigkeit und ist eigentlich, ja, ist einfach noch schöner, wenn ich das so sagen muss. Es sieht wirklich schön aus. Aber ja, was haltet ihr denn vom Lotser Sherman? Lasst es mich wissen und ich danke euch vielmal für eure Aufmerksamkeit und wünsche jetzt doch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.